Mein Name ist Carsten Klabe, ich bin leitender Chirurg in der Breyer-Kaimak-Klabe-Augenchirurgie in Düsseldorf, einem ambulanten operativen Zentrum. Und in meiner Position bin ich der Glaukomchirurg in unserer Einheit, der seit vielen, vielen Jahren, nicht erst mit Übergang in die Praxis, sondern seit nunmehr über 20 Jahren sich der Glaukomchirurgie verschrieben hat. Hier auf der DOG 2022 in Berlin stellt Nova Eye den iTrack Advanced vor, ein neues Verfahren zur Behandlung eines Glaukoms über einen minimalinvasiven Zugang. Wir alle kennen und seit vielen Jahren schon die Ab-Externo-Variante der Kanaloplastie, und mit einem neuen modifizierten Kathetersystem mit einem spezifischen Handgriff gelingt es nun, dieses Verfahren auch Ab-Interno minimalinvasiv anzubieten. Bereits seit Anfang der 2000er Jahre habe ich die Kanaloplastie ab externo, so wie sie von Robert Stakeman vorgestellt wurde, in den klinischen Alltag eingeführt. Ich war immer begeistert von den Ergebnissen, die erzielbar waren, von der geringeren Komplikationsrate im Vergleich zur Trabekulektomie, zur klassischen Filtrationschirurgie. Vor nunmehr 5 Jahren habe ich das erste Video gesehen über einen Ab-Interno-Zugang, damals noch mit dem Originalkatheter, den wir verwendet haben für die Ab-Externo-Prozedur, und mit der Insertion des Katheters über eine Vitrektomie-Pinzette. Ein Verfahren, was relativ kompliziert wirkte, was nicht wirklich elegant war, und nichtsdestotrotz habe ich es versucht, in den Alltag zu implizieren. Die Ergebnisse waren überraschend gut, auch wenn das Verfahren an sich noch recht kompliziert war. Jetzt mit dem neuen Handgriff, mit dem modifizierten Katheter, ist es sehr, sehr einfach, sehr reproduzierbar, mit einer sehr kurzen Lernkurve in den klinischen Alltag einzubringen. Von den Ab-Externo-Prozeduren sind es sicherlich weit über 1000 Kanaloplastien, die ich durchgeführt habe. Mit dem neuen Ab-Interno-Verfahren, das erst sehr kurz auf dem Markt zur Verfügung steht, habe ich noch keine 100 durchgeführt. Für die Kanaloplastie auf kommerziell verfügbar Ab-Interno haben wir das Omni-System und wir haben jetzt neu den iTrack Advanced. Beide Systeme habe ich genutzt. Wie gesagt, das Omni-System seit vielen Jahren, da es deutlich länger auf dem Markt ist, den iTrack Advanced jetzt gerade mit der klinischen Einführung. Die Ab-Interno-Kanaloplastie ist im Vergleich zur Ab-Externo-Variante wesentlich weniger aufwendig. Sie kann hervorragend mit einer Kataraktoperation kombiniert werden. Und deswegen sind Patienten mit einem koexistierenden Glaukom und der Notwendigkeit einer Kataraktchirurgie für mich die erste Indikation. Aber auch Patienten mit einer Intoleranz auf Medikamente, die zwar kontrolliert sind im Druck, aber eben, wie gesagt, aufgrund mannigfaltiger Nebenwirkungen, seien sie lokal oder systemisch, diese medikamentöse Therapie nicht sinnvoll fortführen können. Patienten mit Adherenzproblemen sind eine gute Möglichkeit, sie operativ minimal invasiv zu versorgen, oder auch Patienten mit unkontrolliertem Glaukom, wo eine Reduktion der Medikation angepeilt wird. Auch das, und ich war überrascht, dass man das tatsächlich durchführen kann, also Zustand nach Microstents, die in das Trabekelmaschenwerk eingesetzt werden. Dieses ist durchaus auch dann mit dem neuen iTrack Advanced Katheter möglich, weil er sehr atraumatisch, sehr kontrolliert den Katheter einführt. Bei der Viskodilatation muss man allerdings darauf schauen, dass je nachdem, was für ein Stent vorher eingesetzt wurde, dieser Stent nicht gelöst wird, dann muss er dann entsprechend am Ende der Prozedur entfernt werden. Aber es besteht die Möglichkeit,
diese Prozedur auch bei Patienten nach Stentimplantation durchzuführen. Ja, richtig. Die Ergänzung der Kataraktoperation durch einen zusätzlichen glaukomchirurgischen Eingriff bei Patienten, bei denen sowohl eine Katarakt als auch ein Glaukom existiert, ist nach meiner Ansicht eine hervorragende Option, da das operative Trauma nicht wesentlich vergrößert wird. Wir wissen heute, dass auch Eingriffe wie die Kanaloplastie ab interno nicht nur effizient sind, sondern ein hohes Sicherheitsprofil haben und dass sich sozusagen mit einem Schlag zwei Fliegen, wie das tapfere Schneiderlein, erledigen kann, um es etwas salopp auszudrücken, aber dass ich ohne einen wesentlichen zusätzlichen Aufwand postoperativ davon ausgehen kann, dass erstens das Glaukom deutlich besser und langfristig gut kontrolliert ist und somit eben die Medikamentenlast dem Patienten genommen werden kann und auf lange Hinsicht sicherlich auch die Lebensqualität des Patienten verbessert werden kann. Da lassen Sie mich gleich meinen ersten Gedanken, als mir dieses Konzept vorgestellt wurde, Ihnen mitteilen. Wie kann das funktionieren ohne einen Spannungsfaden? Die klassische Kanaloplastie ab externo erzielte ihre langfristige gute Drucksenkung durch den Spannungsfaden, der das Trabekelmaschenwerk ausgespannt hat, dadurch gestretched hat und nochmal den Abflusswiderstand gesenkt hat. Diesen Faktor haben wir bei der Kanaloplastie ab interno nicht. Aber im Unterschied dazu wird vor Beginn der Katheterisierung des Schlemmschen Kanals die Vorderkammer mit einem hochviskösen Viskoelastikum gefüllt. Das erlaubt mir wiederum, eine deutlich höhere Menge an Viskoelastikum während der Operation zu applizieren und damit insbesondere die distalen Abflusswege, die Kollektorgefäße, die episkleralen Gefäße zusätzlich mit dem Viskoelastikum zu öffnen und zu dehnen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass durchaus vergleichbare Ergebnisse in der Kanaloplastie ab externo und Kanaloplastie ab interno erzielt werden, obwohl sie vom Funktionsprinzip anders ansetzen. Da mein Personal mit der ab externo Variante vertraut ist, ist das Setup für die Operation keine zusätzliche Belastung. Also das Anschließen des Katheters an das Illumin-System, das Vorladen der Viskoelastikum-Kartusche, das Priming des Katheters. All das ist mir und meinem Personal vertraut und stellt deswegen keine zusätzliche Hürde dar. Das Wesentliche ist, dass ich eben durch die freie Dosierung des Viskoelastikums beliebig viel Viskoelastikum in den Schlemmschen Kanal einbringen kann und dadurch auch tatsächlich Strikturen lösen kann, Mikroperforationen des Trabekelmaschenwerks bewusst induzieren kann, um so den drucksenkenden Effekt zu verbessern. Wie schon gesagt, für mein Dafürhalten ist gerade das die Schlüsselposition dieser Prozedur, dass ich eben beliebig viel Viskoelastikum applizieren kann und dadurch auch den distalen Ausfluss besser verbessern kann bei den Patienten. Im Unterschied zu der limitierten Menge an Viskoelastikum, das ich bei einer Kanaloplastie ab externo applizieren kann, weil ich dort das Risiko habe, dass sich die Deszimetmembran löst und wir dann hartnäckige Deszimetolysen bei diesen Patienten unter Umständen induzieren können. Also wie gesagt, das Funktionsprinzip ist ein anderes und daher brauche ich mehr Viskoelastikum. Der Vorteil ist, mit dem iTrick Advance kann ich es tatsächlich auch applizieren. Das neue Handstück mit der
drehbaren Kanüle, dem Slider, mit dem ich den Katheter vorschiebe, ist tatsächlich ein Riesenschritt in eine kontrollierte und sichere Operation. Mit einem Handgriff, über den ich den Katheter mit einer Hand sicher kontrolliert in den Schlemmschen Kanal einführen kann, und mit der anderen Hand kann ich das Gonioprisma auch kontrolliert halten, vereinfacht sich diese Methode. Die Lernkurve ist für jemanden, der mit Chirurgie im Bereich des Trabekelmaschenwerks vertraut ist, sehr, sehr niedrig, sehr, sehr gering. Und daher tatsächlich, lassen Sie es uns mit der Mondlandung vergleichen, ein großer Schritt für die Kanaloplastie ab interno. Wie gesagt, der neue Handgriff vereinfacht die Prozedur, macht es sehr, sehr kontrolliert. Die rotierbare Kanüle lässt sich auch bei tiefliegenden Augen ideal positionieren. Der Vorteil der 360-Grad-Katheterisierung kann dann genutzt werden, um beispielsweise im Anschluss auch eine Trabekulotomie durchzuführen. Sehr, sehr kontrolliert und wo ich auch sicher bin, dass ich 360 Grad öffne, auch ein Unterschied zu anderen Devices. Und wie gesagt, schon mehrfach erwähnt, die variable Menge an Viskoelastikum, die ich applizieren kann, und vor allen Dingen die sehr große Menge an Viskoelastikum, die ich applizieren kann, um den gesamten distalen Abflussweg jenseits des Trabekelmaschenwerks zusätzlich zu adressieren. Ein weiteres Feature des iTracks ist das, was wir auch von der Kanaloplastie ab externo kennen, die illuminierte Spitze des Katheters, die es mir erlaubt, absolut kontrolliert den Katheter vorzuschieben und zu vermeiden, dass er abweicht, über Kollektorgefäße aus dem Schlemmschen Kanal austritt. Also eine hohe Kontrolle während des Eingriffs. Wir haben mit der Kanaloplastie ab interno, mit dem iTrack Advance, ein Verfahren, bei dem wir ein minimalinvasiv glaukomchirurgisches Verfahren, bei dem wir implantatfrei den natürlichen Abflussweg verbessern. Also eine Restauration des physiologischen trabekulären Abflusses. Ein weiterer Vorteil ist dadurch eben, dass wir auch für die Zukunft, dadurch, dass die Bindehaut nicht berührt wird, die Option einer Filtrationschirurgie nicht verbauen. Also ein sehr schonendes, ein sehr sicheres, ein einfach zu erlernendes Verfahren ohne zusätzliche Implantate, das eine effiziente Drucksenkung bringt.